Herzlich willkommen zur ersten Sendung von FCS Offroad TV. Wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, dass wir von der Szene und aus der Szene für die Szene berichten wollen, weil es gibt halt nichts im Offroad-Sektor, was man wirklich mal einen interessanten Bericht nennen kann, der auch wirklich vielleicht mal Leute anspricht, die sich mehr in der Offroad-Szene engagieren, die Rennen fahren, die direkt in Europa unterwegs sind und einfach auch nur den normalen Allradler, der Spaß hat an seinem Hobby, der am Wochenende mal im Gelände fahren will, ruhig auch mal eine Gangart härter einschlagen möchte. Und für diese Leute, für diese Klientel, versuchen wir, ein bisschen was auf die Beine zu stellen, eine erste kleine Sendung zu machen. Wir sind heute unterwegs nach Peckwitz. Dort veranstaltet der Boris Knorr, veranstaltet dort das Peckwitz Wintercamp. Ja, ist uns zugetragen worden, dass hier wirklich eine ganze Menge Leute von Offroad-Enthusiasten sich treffen, ihr Hobby genießen, zusammen wirklich alles geben, sich gegenseitig aus Sachen rausziehen und so weiter. Also ganz interessante Offroad-Geschichte und wir werden mal gucken, wen wir da alles treffen. Da sollen auch sehr, sehr bekannte Leute da sein, wie zum Beispiel der Landy Dog und noch andere Leute, auch von Rennteams, die international unterwegs sind. Wir gucken mal, wen wir da treffen. Also viel Spaß. Wir versuchen, jeden Monat eine kleine Sendung an den Start zu bringen, die aus der Szene und für die Szene kommt. Okay, danke. Geh dann schon mal rein und guck mal, wer da alles ist. Wir müssen uns ja auch anmelden, dass sie auch wissen, dass wir da sind. Okay, mal sehen, wen wir treffen. Ich bin mit ein paar Leuten unterwegs, die mir so eine Nachricht geschickt haben, du komm noch mal zu uns ins Wintercamp und guck dir mal an, was wir so machen. Wir sind hier, man sieht ihn vielleicht da unten stehen, das sind durch Zufall fast alles nur Land Rover Fahrer, wo wir nachher sicherlich noch ein Interview mit dem Initiator dieser ganzen Geschichte machen werden. Wir müssen mal gucken, was wir hier noch rausfinden an guten Fahrwegen und so weiter. Den Spot werden wir natürlich nicht preisgeben, wo es ist, weil das hatte ich zugesichert, dass wir hier nichts sagen. Da müssen wir halt mal gucken, was wir noch draus machen. Erstmal viel Spaß mit den folgenden Aufnahmen und wir hören uns nachher nochmal mit ein paar Interviews von den Teilnehmern. Achtung, Spannung auf dem Seil. So, jetzt geht mal ein bisschen beiseite. Geh mal rüber zu vorne. Große Kunststoffseil. Teilnehmer entdeckt, den ich auch kenne, und zwar von der Dekra Challenge, die letztes Jahr im Dezember stattgefunden hat, auf dem Dekra Test Oval in Klettwitz. Den Thomas Domack. Thomas, ja. Wie kommst du hierher? Durch wen bist du hierher geraten? Ich bin dir heute Morgen gefolgt und dachte mir mal, wo du hinfährst, okay. Da wird's lustig. Okay. Und ich muss sagen, es ist natürlich super hier. Ne? Ja. Wie sehen deine Pläne für dieses Jahr aus? Hast du schon ein bisschen was auf dem Schirm, was ihr fahren wollt? Ja, also wir haben angepeilt die Dekra, nicht die Dekra Challenge, die GPS-Trophy. Ja, in Rumänien. Okay, in Rumänien, genau. Die ist wann waren das? Ich glaube 16. Mai, kurz Mitte Mai, nach Männertag. Ja. Und dann gucken wir mal, wie weit wir nach vorne kommen. Was ist denn deine Intention? Weshalb fährst du so eine Geschichte? Das einfach nur Kopf frei bekommen, einfach mal den Alltag sacken lassen und Spaß haben. Die ganzen Leute, das Auto, händeln. Ja. Okay. Ist da auch so ein bisschen was, dieser Outdoor-Gedanke bei dir sehr stark, dass du es magst, gerne draußen zu sein? Ja, klar, so. Das ist halt wichtig. Also wir haben auch einen Hund und sind auch viel Gassi und sowas. Ja, okay. Und das ist auch für meine Freundin und für den Hund natürlich super, immer mal draußen oben im Gelände. Dann, wenn wir nicht fahren, dann kannst du mal ein bisschen rumspielen und sowas. Ja. Also das ist natürlich Naturfreund, ne? Das sind wir ja alle, die wir hier draußen irgendwo unterwegs sind. Du hast dein Auto dabei, willst du hier auch noch ein bisschen fahren auf dem schönen Gelände? Ja, wahrscheinlich schon, aber nur kleine Sachen, weil ich noch nicht so weit bin mit den Ausbauten und sowas. Okay. Also er ist noch zwar schon ein bisschen höher, aber was noch fährst du für ein Auto? Ich fahre einen Land Rover Discovery, 300 TDI. Okay, ein Einser. Ein Einser, genau. Okay, ja, cool. Und wie gesagt, die Räder fehlen halt noch, ne, um so eine Sachen hochzukommen. Ja. Ich kann es natürlich versuchen, aber... Ja, ich glaube, wenn du das nachher mal versuchst, dann werden wir mal genau hingucken, was der Thomas hier so macht. Ja, toll. Super. Okay, Thomas, vielen Dank für das Interview. Okay, gut, dann hole ich noch mein Auto. Ne? Ja, mach mal. Ciao. Ja, also ihr seht selber, wir haben hier die verschiedensten Leute. Was er jetzt nicht gesagt hat, der Thomas, ich kenne ihn ja von der Dekra Challenge. Da hat er mit seinem Fahrer, haben sie zusammen den dritten Platz gemacht.
Also ist schon ein sehr harter Event, ja, wo sie wirklich gut gekämpft haben. Da werden demnächst bei uns sicherlich auch noch mal ein paar Bilder folgen. Und ja, ich gehe weiter auf die Suche, mal sehen, wen ich finde. Okay, und wenn ihr euch fragt, was die ganzen Landy-Fahrer da unten machen. Wir haben hier festgestellt, dass es trotz der Kälte der Sand immer noch sehr weich ist und sehr tief ist. Und die Jungs lassen jetzt da unten gerade, wie man sieht, den Luftdruck so weit ab, dass die Reifen noch eine größere Auflagefläche in diesem tiefen Sand haben. Das ist auch so ein Trick der Wüstenfahrer, damit sie hier diesen Hügel, der bis jetzt von noch niemandem bezwungen worden ist, damit sie den schaffen. Da bleiben wir natürlich dran. Wenn es einer schafft, hoffe ich, dass wir es drauf haben. Nee, da fehlt wirklich nicht mehr. Vielversprechend? Nee. Doch, doch, könnte. Ah, yeah, ja, lässig. Angeber. Aber leider nur Zweiter. Also wir haben jetzt hier den nächsten Teilnehmer an diesem wunderbaren Event. Das ist der Uli. Uli, erzähl uns doch bitte mal was zu deinem Auto, weil den sieht man ja wirklich nicht so oft. Ja, das ist ein Land Rover Defender, 110 HCPU. Gesundheit, sag mal was. Ja. 110 HCPU? Einzelkabine, Pickup mit großer Ladefläche. Ah, okay. Ja. Relativ selten. Genau. Als, ne? Offroad-Fahrzeug zumindest anzutreffen, ja. Mehr so als Arbeitsauto. Ja, das ist ein bisschen modifiziert. Was hast du denn alles gemacht? Also ich habe schon von vorne weg natürlich was gesehen. Du hast eine 82-74 Seilwinde drauf. Du fährst einen dicken Bow 3 Motor, richtig? Genau, richtig? Ja, ein Bow 3 Motor mit breiter Trommel. Ah, okay, eine breite Trommel. Breite Trommel, ja, für ein bisschen mehr Seil. Okay. Das Auto ist ungefähr 10 cm höher. Ja. Knapp. Ja. Hat noch ein paar Achsfangbänder, Sperre vorne, hinten natürlich. Okay. Ja, so diese normalen Sachen. Achsfangbänder sind jetzt dafür da, dass du beim Ausfedern nicht so hart in den Stoßdämpfer Genau, dass der Stoßdämpfer nicht der Endanschlag ist, sondern das Achsfangband, das wir heute begrenzt. Okay. Wie viel Seil hast du denn jetzt auf der Trommel? Sind ungefähr so 55 Meter drauf. 55 Meter? Ja, 10 mm Seil. 10 mm Seil, 55. Donnerwetter, das ist ja wirklich mal eine richtige Ansage. Da kommst du ja schon richtig weit raus. Ja. Ne? Ich habe gesehen, du hast einen Überrollkäfig. Wenn dein Auto so selten ist, ist das so eine Eigenanfertigung? Hast du dir den selber gebaut? Oder ist ja, ist eigentlich einer von Protection Performance, allerdings für einen 90er Truck Cab, der dann im Dachbereich oben 10 cm verlängert ist, dass das dann wieder passt. Okay. Ja, cool. Also ihr seht selber, wir haben hier bei dem Event total interessante Fahrzeuge. Jetzt ist hier gerade schon gekommen, direkt daneben steht nochmal so im Vergleich noch ein Land Rover Defender mit einer Ladefläche, der 130er. Sieht ganz anders aus. Ja, auch ein ganz anderer Aufbau mit einer ganz anderen Seilwinde und so weiter. Also ihr seht, wir haben hier bei dem Event haben wir wirklich so viele verschiedene Autos, die alle total interessant sind. Ja, die wir wirklich mal gucken, dass ich da noch mehr Leute kriege, die auch so Bock haben wie Uli, uns ein bisschen was über ihr Fahrzeug zu erzählen. Ja, Uli, vielen Dank. Viel Spaß noch beim Fahren. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, jetzt haben wir das große Glück gehabt, den Boris mal hier zu treffen mit seinem 130er Defender. Boris, du bist hier so ein bisschen der Veranstalter von dieser ganzen Geschichte. Wie bist du darauf gekommen, so ein Wintercamp ins Leben zu rufen? Das ist eine relativ alte Geschichte. Wir haben damit angefangen 2001 nach der damals noch stattfindenden Altmark-Trophy. Ah, okay. Ja. Da wurde das ganze Gelände in Peckwitz umgegraben. Okay. Und die haben halt nicht geschafft, an dem Wochenende die gesamten Strecken zu befahren, die komplett gegraben waren. Dann haben wir uns gedacht, fahren wir direkt das Wochenende oder zwei Wochenende später nach Peckwitz, haben ein Wahnsinnsgelände, wo nichts fahrbar ist. Und daraus hin hat sich dann das PNE, das damals noch Peckwitz-Nikolaus-Event, entwickelt. Und mit fortschreitender globaler Erwärmung. Ja, es ist dann irgendwann Ende Januar gelandet, wo halt schon auch wirklich Schnee liegt. Ja. Ja, also ich bin ganz begeistert. Das ist ja eine richtige Traditionsveranstaltung schon. Also erstmal vielen Dank, dass wir auch dabei sein dürfen. 12 Jahre, ne? Ja, also ist richtig interessant. Es ist ja jetzt so ein bisschen Land Rover-lastig. Ist das von alleine gekommen? Also ich habe gesehen, da ist nur ein Chevy Suburban dabei, so wie ich es gesehen habe. Ansonsten nur Land Rover. Hat es einen tieferen Sinn? Seid ihr ein Land Rover-Club oder hat sich so ergeben einfach? Entstanden aus der Freundschaft vom Land Rover Stammtisch Hannover und dem Land Rover Stammtisch Berlin. Ah, okay. Alles klar. Genau. Also mein lieber Schwan, das ist ja hier schon, geht ja schon richtig weit in die Annalen der Land Rover-Geschichte zurück. Wunderbar. Ja. Boris, du selber fährst einen 130er. Wir haben gerade den 110er vom Uli als Pickup gesehen.
Du hast jetzt der 130er, der hat eine lange Ladefläche. Also ja. Ist ein langes Auto. Der langes hat ja, Auto, genau. Ist ein langes Auto, ne? Ich habe es mir angeguckt, ich denke, nur hat einen ganz anderen Radstand. Ja. Der größte Unterschied zur Motorisierung und sowas, alles dasselbe? Beides TD5. Beides TD5, okay. Aber der Käfig, haben wir gesehen beim Uli, der ist angefertigt worden. Deinen genau. Gibt es so zu kaufen oder ist der auch angefertigt? Der ist auch leicht abgewandelt von dem normalen 130er Käfig. Ah, okay. Weil okay. Wir zusätzlich noch B- und C-Säule innen. Ach, Käfig innen auch noch. Für okay, die alles klar. Und wichtig waren halt die langen Seitenteile. Ja. Damit man sich auch mal einen Baum anlegen kann. Und seitlich okay. Sichern kann. Ja, okay. Genau. Ja, super, Mensch. Also vielen Dank, Boris, für deine Zeit und dass wir hier sein dürfen, das auch so miterleben dürfen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei irgendwelchen Events oder so. Ist da irgendwas geplant bei dir dieses Jahr? Meistens macht es den Leuten beim PNE so viel Spaß, dass wir kurzfristig immer noch ein PFE, also ein Plexus Februar-Event, ins Leben rufen okay. Und uns in einem Monat dann wieder treffen, ja, wenn okay. Wetter passt. Und ansonsten steht dieses Jahr auf dem Plan die Supercarpata. Ah, okay. Die Supercarpata, ja, ist bekannt, ne? Riesengroße Veranstaltung. Ja, genau. Und im Herbst wahrscheinlich wieder Pomeran. Ja. Vielleicht ist noch ein kleines Event gespürt. Ja. Und das ganz besondere Highlight dieses Jahr, die Nikolaustreil am Lausitzring. Ja, okay, der war jetzt nett. Danke, ja, den veranstalten wir von der FCS Offroad. Nee, aber ist ja cool. Und diese Geschichten wie Supercarpata, Boris, da bist du ja in einem Team, was auch sehr bekannt ist, ne? Ja. Du bist bei den Dirt Devils, ne? Ja, genau, habe ich gerade gesehen. Zur kurzen Erklärung, die Dirt Devils, auch schon Urgestein der Supercarpata, aus keiner Ergebnisliste wegzudenken, und zwar immer im vorderen Bereich. Da gab es ja letztes Jahr eine richtig miese Geschichte mit der Kupplung, ne? Wo ihr so über Nacht geschraubt habt und trotzdem noch Gesamtdritter geworden seid. Nee, wir haben im ersten Korridor die Kupplung komplett verloren, Ausdrücklager weggeschmolzen und ja. Haben dann eine Nacht ausgebaut. Teil rankommen lassen mit dem Taxi. Okay, wir sind doch wieder eingebaut. Ja, okay. Und haben einen kompletten Fahrtag verloren, sind glaube ich noch Elfter geworden im ersten Korridor. Okay. Und im zweiten Korridor sind wir Zweiter geworden mit 30 Meter Unterschied zum ersten. Okay, Donnerwetter. Also es geht doch bei solchen großen Events auch sehr knapp zu. Okay, cool. Also da sind wir gespannt. Wir haben auch vor, ein bisschen was zu berichten. Dadurch, dass wir dieses Jahr in Rumänien auch mal unterwegs sind und mal Trophyluft schnuppern wollen. Da wird es sicherlich noch ein interessantes Nachtreffen geben, dass wir alle uns mal zusammensetzen, gell? Ja. Und dann gucken wir mal. Okay, also vielen Dank, Boris. Viel Spaß noch beim Fahren. Wir gucken mal, wen wir noch treffen. Danke. Mach das. Tschüss. Ciao. Ja, wie ihr seht, haben wir gerade den nächsten prominenten Teilnehmer hier an dem Packwoods Winter-Event gesehen. Das ist der Nico Kaspers. Hallo, Nico. Der Nico ist bekannt auch als der Landy-Doc in der Szene. Du hast dir da einen Namen gemacht, du machst so Land Rover-Umbauten, du machst alles Mögliche, was rund ums Thema Land Rover. Aber ich glaube, da gibt es bei dir eine Einschränkung, ne? Du machst jetzt nicht ganz... Nur Starachsen, ne? Genau, das hat man mir schon gesagt. Ich sage, Mensch, nee, der Nico ist bekannt, er macht nur Starachsen. Wie kommt's, Nico? Wie fing's an bei dir mit dieser Land Rover-Manie? Weil ich sehe, es sind ja alles Land Rover hier. Die Leute haben Bock. Ich sehe viele mit einem Landy-Doc-Aufkleber. Wie hat's bei dir angefangen? Eigentlich aus einer Freundesgeschichte heraus passiert. Wir sind halt relativ früh, Anfang der 90er Jahre, schon alle Land Rover gefahren. Okay, so früh. Und ja. Sind einfach aus Spaß und Freude dran hängen geblieben. Und die Autos gaben ja auch sehr viel Potenzial her für Verbesserung und Optimierung. Okay. Und da haben wir uns dann so reingefuchst und sind immer weiter reingesteigert und immer ja. Sind immer extrem an den Umbauten geworden. Aber so, dass es halt auch noch normalerweise fahrbar war. Dann. Das war die höchste Prämisse. Ja. Und dann kommt eins zum anderen und dann habe ich halt das immer nebenbei gemacht, eine ganze ja, Weile. Okay. Also ich habe an meinem Auto was gemacht und dann habe ich es immer gesehen, ja. Mensch, plötzlich bei mir auch. Und dann waren wir unter Freunden und haben immer so ein bisschen was alle gemacht. Ja. Und dann wurde es immer extremer und irgendwann kam mein Sohn dann zur Welt und dann stellte sich die Frage, Mensch, so Vollzeit arbeiten in der ersten Zeit war nicht mehr so möglich, ja. Weil wir beide ja berufstätig sind. Und dann haben wir halt gedacht, okay, was können wir machen? Alles, was ich woanders mache, kann ich auch alleine. Natürlich. Ich gab es den Schritt zur Selbstständigkeit. Und seitdem mache ich das dann. Das ist mittlerweile seit Ende 2005, habe ich angefangen. Okay, ja. So lange schon. Okay. Ja. Und das hat sich dann immer weiter rumgesprochen und so geht das. Sehr interessant, Nico. Wo sitzt du in Berlin? In Schöneberg. In Schöneberg, in Wilhelm-Carbus-Straße. Wilhelm-Carbus-Straße in Schöneberg. Genau. Ist das ein Problem für viele deiner Kunden? Weil manche Leute sagen ja, es gibt halt ein bisschen Probleme mit den Umweltplaketten, mit dem Landy. Aber man kann ja fast alles umrüsten, habe ich mir sagen lassen. Ja,
Ja, bis auf die TDIs, da geht es nicht halt. Ne? Ja. Und da muss man halt leider Gottes, wir sind so dicht an der Umweltzone, dass man quasi das Schild quasi. Es ist so eine fließende Zone, so umfahren, ja, okay, muss. Aber doch tatsächlich, aber die meisten sind mittlerweile auf TD5, TD4 gewechselt, haben die teilweise aktuellen historische Modelle, ne? Kennzeichen, die dürfen hier wieder in die Zone einfahren. Okay. Und das ist eigentlich ganz normal. Ich habe mir sagen lassen, du bist auch im Motorsport aktiv. Ja. Du fährst Rennen, ne? International. Ja. Ja. Was liegt bei dir wieder an? Beim Boris haben wir schon gehört, der fährt die Supercarpata. Genau, ich auch. Du auch? Ja, ja, okay. Dieses Jahr. Und dann wird man sehen, wie weiter das überhaupt mit der Supercarpata geht. Okay. Und dann gibt es in Polen Events, in Pomerania solche Sachen. Jetzt gibt es neuerdings auch wieder so eine GPS-Trophy in Rumänien, ja, genau, die sehr interessant klingen soll. Die wollen wir jetzt mal mitfahren, genau. Weil irgendwie außer uns fährt keiner so ein Ding. Wir fahren alle die Supercarpata, verdammt. Nee, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann macht. Also es macht immer Spaß, es ist halt immer, es ist ein Hobby, diese Rennfahrerei. Ach so, okay. Das ist ja nicht professionell. Ja. Aber du betreust mehrere Rennteams, indem du die Autos für die fertig machst. Genau. Ne? Das habe ich mir sagen lassen. Die Dirt Devils haben die Autos bei dir, ne? Teilweise. Genau. Die Sissies. Dann hatte ich teilweise einzelne Autos von anderen Teams auch noch. Okay. Aber im Grunde genommen ist hauptsächlich ja, aber ich wollte sagen, also dein Name wurde uns wirklich in Verbindung mit guten Autos, die auch ankommen und die auch aufs Treppchen fahren können, genannt. Du bist, glaube ich, selber schon mal Dritter geworden. Ne? Ja, genau. 2010 haben wir Dritten Platz gemacht. Sehr schön. Mensch, da haben wir ja wirklich Glück, dass wir hier sehr, sehr, sehr bekannte Gestalten sehen. Mensch, also ihr seht selber, wenn man sich ein bisschen in der Szene bewegt, da trifft man wirklich sehr interessante Menschen. Und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, wer Lust hat, einfach mal bei Nico vielleicht vorbeischauen, sich ein bisschen Anregung holen für seinen eigenen Landy oder halt Zubehör bei ihm ordern und so weiter. Ja, vielen Dank, Nico, fürs Gespräch. War total klasse. Danke. Und viel Glück bei den Rennen. Dankeschön. Wir haben hier ganz selten das absolute Teamauto von den Dirt Devils aus der Supercarpata. Also so wie er hier steht, ist das Auto schon durch diverse Wettbewerbe gegangen. Man sieht jetzt auch gleich, dass bei dem Fahrzeug natürlich nicht die originalen Kotflügel dran sind, sondern die hat der König von Polen, glaube ich. Die sollen irgendwo noch in polnischen Wäldern liegen. Und die sind, wie man sieht, handgefertigt. Ja, weil so ein Auto, na klar, da geht öfter mal was kaputt. Die sind handgefertigt. Wir haben hier, was auch sehr selten ist, die Seilwinde. Man sieht eins, zwei Motoren. Ja, ist eine Spezialanfertigung, was halt wirklich sehr selten ist und unglaublich schnell und sehr stark. Ja. Das Fahrzeug ist ausgerüstet mit Sandblechen, ein Überrollkäfig, da oben der Ansaugschnorchel. Ja, also es ist wirklich so, dass es für den reinen Wettbewerb gebaut ist, das Fahrzeug. Also man sieht mir sicherlich meine Begeisterung an, weil so ein Auto sieht man ja auch nicht alle Tage. Es werden sicherlich viele Land Rover oder Offroad-Fahrzeuge im Gelände bewegt, aber nicht so wie dieses Fahrzeug. Wir können ja mal rumgehen. Man sieht ja auch die großen Räder. Das sind halt 35 10-5 Räder, also schon sehr groß mit Spezialrennfelgen. Hier die ganzen Startnummernaufkleber und da sieht man auch so wunderbar auf der Seite die ganzen Aufkleber, an welchen Veranstaltungen dieses Fahrzeug schon teilgenommen hat. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, was wir hier hinten. Wir haben natürlich auch eine Heckseilwinde. Die steht hier drin. Und es handelt sich hier auch um eine Vorn 8274 mit einem Boat 2 Motor, also auch sehr kraftvoll und sehr schnell. Also man sieht, spartanisch eingerüstet, kompletter Überrollkäfig, dass im Falle eines Umkippers natürlich auch die Insassen und das Equipment geschützt werden. Also ein super interessantes Fahrzeug. Ja. Also ich bin auch Softtop, auch sehr selten. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier irgendwo muss sich auch der Fahrer von dem Fahrzeug irgendwie rum. Aber ich glaube, ich sehe ihn. Ich kann den Fahrer sehen. ja, grüß dich. Toddy, du sag mal dein Auto. Wir waren jetzt einmal ums Auto rum und haben gesehen, da ist ja so viel umgebaut. Allein schon die Seilwinde. Was ist das für eine Seilwinde? Das ist eine Seilwinde von Tibus. Okay. Die wir dann noch ein bisschen umgeändert haben, damit man schneller Motoren und die Dinge wechseln kann. Ja, okay. Ja, das also, ist so. Die Seilwinde hat jetzt folgenden Vorteil im Gegensatz zu einer normalen Winde. Die ist stärker, schneller. Was macht die? Ja, die ist wesentlich stärker. Okay. Sie dreht schneller. Ja. Ist dementsprechend übersetzt. Okay. Ja, das ist
der Vorteil. Also das von dem guten Stück. Von okay, von dem guten Stück. Heißt also, dass du aus Situationen, wo du dich festhältst, schneller raus bist als eventuelle Gegner im Wettbewerb? Genau. Okay. Wir sind wesentlich schneller, wir haben mehr Seil drauf. Ja, ach so, wie viel Seil habt ihr drauf? 60 Meter Seil 60 drauf. 60 Meter. Okay. Ja. Da müsste man ja das. Da passt da gar kein Kühler mehr hinter. Aber ja, den haben wir da auch noch hingekriegt. Okay. Also sonst ist das Auto so kühlermäßig und sowas, ist es Serienzustand. Auch nicht mehr. Wir haben einen anderen Kühler drin, okay. Der ein bisschen mehr Volumen hat. Ja, okay. Damit Aber es ist jetzt ein 300er TDI-Motor. Der hat ja serienmäßig nicht so viel. Zieht er nicht so wie Wurst am Teller. Habt ihr an dem Motor auch was verändert, leistungstechnisch? Ja, wir haben einen Ladeluftkühler, das Übliche, was man so macht. Ladeluftkühler eingebaut und die Kraftstoffpumpe ein bisschen verstellt. Okay. Bitte alle TÜV-Prüfer der Republik jetzt mal weghören. Genau. Ja, damit haben wir das Optimale rausgeholt. Ja. Also habt ihr doch mehr Wert drauf gelegt, dass ihr ein bisschen besseren Drehmomentverlauf habt, dass es von unten raus mehr beschleunigt, dass fährt sich das dann hier auf diesem mega weichen Geläuf? Sind das zum Beispiel, das sind Silverstone-Reifen, habe ich gesehen, ja. 35-10-5er. Sind die für diesen sandigen Boden nicht vielleicht sogar zu grob? Oder würdest du sagen, das geht gerade noch so? Ja, das geht gerade noch so. Okay. Die kommen jetzt direkt von der SK und haben nicht mehr allzu viel Profil, aber so ein bisschen zum Spielen. Reicht es noch? Reicht das noch, ja. Also ihr fahrt ja dieses Jahr auch wieder die SK, ne, habe ich gehört. Genau. Das Auto ist jetzt soweit fertig, aber ihr sagt jetzt neue Reifen, okay, nochmal neue Reifen für so ein großes, wichtiges Rennen. Sind neue Reifen eigentlich immer gut oder sagst du, ja, Reifen, okay, wenn sie schon ein, zwei Mal gelaufen sind, kann man sie nochmal fahren, wenn die Profiltiefe noch stimmt? Nein, also wir fackeln da nicht lange, wir machen da lieber gleich neue drauf. Ja, macht schon Sinn. Ja. Macht Sinn, ne? Okay. Das ist sozusagen jetzt gerade hier unsere Testfahrt. Der Wagen war komplett zerlegt. Komplett zerlegt. Ja, der ganze Vorderwagen war ab. Ah, deshalb sind die Kotflügel Die halt in Polen geblieben sind. Ja. Haben uns da was Neues einfallen lassen und die extrem nochmal verstärkt. Okay. Dass man da auch ein bisschen mehr irgendwo sich mal anlehnen kann. Das ist ja beim Land Rover immer so ein bisschen das Problem, dass die Kotflügel auch aus Aluminium sind. Man sagt ja Alu-Autos, ne? Männer aus Stahl fahren Autos aus Alu. Genau. Logo. Ja, ist bei euch jetzt verstärkt noch mit Rohren, habe ich gesehen. Ne? Wir haben zusätzliche Rohre eingeschweißt und sind dann an den Seiten, haben wir dann mal die Blechvariante gewählt. Okay. Wollen wir mal probieren, wie das so hält. Ja, okay. Ja, das haben wir verändert. Den Motor haben wir komplett nochmal überholt. Okay. Auch, ja? Ja. Mein lieber Spahn, also ist dann bei euch öfter sowas, wenn du jetzt so eine Wettbewerbe fährst? Ich höre, ihr seid sehr oft unterwegs bei Wettbewerben. Hat man da, gibt es da eine Faustregel? Ein-, zweimal im Jahr mal den Motor aufmachen, mal gucken. Wir hatten in Polen Temperaturprobleme, daraufhin haben wir den Motor halt den Zylinderkopf neu gemacht. Okay. Das sind die üblichen Dinge, die passieren halt. Ne? Ja. Wir schonen ihn auch. Ja, das stimmt, das habe ich schon gehört, ihr seid da sehr extrem unterwegs. Ja, genau. Was habt ihr für eine Zielsetzung für die diesjährige SK? Ja, vorne. Ja, vorne. Ja, ganz weit vorne. Ja, ja. Deshalb sind wir sehr am Werkeln und am Machen. Okay. Und wie gesagt, deshalb ist das hier jetzt mal unsere Testprobefahrt. Ja. Ob alles so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Hoppala, dann hoppla. Gibt es denn da ein spezielles Team, was ihr so auf dem Kicker habt? So euer intimen Lieblingsgegner, wo man dann doch schon mal grinst, wenn man an denen vorbeifährt? Ja, wir fahren natürlich immer gerne an den Sissis vorbei, aber okay. Wir sind ja pauschal halt immer hinter uns. Okay. Das ist nicht das Problem. Okay. Nee, und dann wollen wir halt versuchen, das Beste rauszuholen. Ja. Gucken wir mal, wie es läuft. Wie habt ihr das empfunden, dass bei der SK dieses Jahr der Startwert ja so extrem teurer geworden ist? Naja, wie empfindet man was, wenn es teurer wird? Das ist immer nicht so... Naja, es ist für euch jetzt, ich wollte jetzt so ein bisschen darauf hinaus, ist für euch die Wertigkeit so gegeben, weil es ist ja, wurde ja sehr kontrovers diskutiert in der Offroad-Szene. Also ich habe da auch schon viele Leute gesprochen, die da sagen, okay, Mensch, ja, super Veranstaltung, tolle Orga, aber 3000 Euro Startgeld pro Auto sind natürlich auch schon ganz schön teuer. Ist schon richtig, ja. Ist schon keine Frage. Ja. Aber die Veranstaltung ist halt irgendwo einzigartig. Einzigartig, und, ja. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt nochmal, gucken, ob sie wirklich immer noch so ist. Ja, okay. Und dann muss man sich entscheiden, was man tut. Okay. Deshalb legen wir sehr viel darauf, dass wir möglichst unsere Autos topfit haben, um da vielleicht nochmal was zu reißen. Ja. Ich meine, gut, ihr seid ja bekannt als Titelanwärter. Ne? Also jeder, der sagt, zähl mir mal die Favoriten auf für die SK, der landet ja unweigerlich bei euch. So, meistens an zweiter, dritter Stelle, sage ich jetzt mal. Ne? Dann seid ihr schon gleich. Wenn wir nicht immer irgendwelche technischen Defekte hätten. Ja. Das sagte der Boris schon, mit dem haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, okay. Da ist es dann, das wirft uns immer ein bisschen zurück. Okay, aber ich habe auch gehört, ihr seid eins der entspanntesten Teams so im Teams im Wettbewerb. Das war ja ein guter Deutsch, Entschuldigung. Ihr seid eines der entspanntesten Teams im Wettbewerb.
dass ihr auch gerne mal abends mal so ein Gläschen noch so zur Entspannung, so mit anderen Teams, da ist, wurden mir was zugetragen von irgendwelchen Zimt-Tequila-Geschichten, so, was mal so bei euch so. Ja, ich halte mich da manchmal doch zurück, okay, weil ich meistens unterm Auto liege, wenn die anderen schon sich einen kleinen Tequila reintun. Okay. Ja, aber eigentlich wir haben Spaß. Haben absolut Spaß, wir sind ein super Team. Ja. Wirklich, das hält perfekt zusammen in absoluten Extremsituationen. Und von daher, wir gehen das locker an wie immer. Okay. Und haben sehr viel Spaß dabei, aber haben natürlich auch ein Ziel. Ja. Ich würde ja gerne mal, wenn die SK gelaufen ist, nochmal mit euch sprechen. Ist da, dass man sich da vielleicht nochmal sieht, um noch mal so ein Feedback von euch zu kriegen, wie ist es gelaufen und sowas. Wäre das okay für euch, wenn wir da einfach nochmal bei euch vorbeischauen? Das ist kein Problem. Ja? Das kriegen dann wir machen mal wir hin. Das, versprochen. Okay. Ja, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Immer. Interessant für die Szene, interessant genau. Ist es auf jeden Fall, weil so eine Auto sieht man halt auch nicht jeden Tag. Ja, und ich wünsche euch viel, viel Glück und einen ganz, ganz vorderen Platz. Ja, danke. Okay, alles klar. Wir werden berichten. Okay, ja, das war jetzt der Toddy von den Dirt Devils. Wir gucken mal, wen wir noch alles finden, weil es ist ja wirklich hier unglaublich, wer sich hier alles tummelt. Ja, das bringt mich sogar zu Versprechern. Also vielen Dank fürs Zugucken. Mal sehen, was noch geht. Ja. Hier werden wir natürlich auch live Zeuge einer kleinen Motorinspektion. Zweite Lichtmaschine. Okay. Wir haben wirklich Glück, wir dürfen hier direkt im OP bei Herrn Doktor zuschauen. Das ist auch der quasi Eingriff am offenen Differentialherzen, könnte man sagen. Ja, die Schraube, die habe ich hier noch. Aber zur Ehrenrettung halber, das Fahrzeug, das ist nicht Land Rover typisch. Okay, hier war er drin. Kick mal. Du musst, als du gebrochen hast, einen Span mitgenommen haben, dass du das Ding rausgerissen hast, oder? Ja. Sonst kannst du dich ja nicht lösen. Guck mal den Stummel an, der Stummel kann das mitgenommen haben. Wisst ihr, das meine ich? Der langgeschrabbelt sein. Langgeschrabbelt hat das Ding rausgedreht und rausgerissen. Genau, aber das Gewinde ist noch in Ordnung. Der Lagerkäfig ist halt komplett kaputt, also das ganze Lager ist auseinandergeflogen. Nee, der Bock ist gebrochen, so wie es aussieht. Ja, das habe ich ja gesagt. Ja. Der Bock ist, nee, nur der, doch, der Bock ist abgerissen. Ist, sicher? Nee, guck mal, da ist ein Riss. Ja, ja. Ich habe letztens mal wieder so geguckt so, und gibt es ja so ein paar neue Satellitenaufnahmen und da kann man das genau sehen. Also 500, vielleicht 600, 700 Meter noch weiter werden dann halt nur die Straßen bekommen. Ja. Naja, was weißt du denn da? Na du? Bist du denn her, du? Na, ja, mach da gleich. Was ist jetzt gehört, oder was? Aber wahr. Wir haben hier das originale Rennauto der Dirt Devils, die ja bekannt sind in der Szene, die international schon mehrfach in Erscheinung getreten sind, sei es in Polen. Schade, Schnitt.